Das Böse ist immer noch hier. Moin moin Leute, ich bin der Neko, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Zero. Bis hierhin war das Spiel noch relativ einfach, ab jetzt werden die Sachen ein kleines bisschen garstiger. Und wir fangen sofort mit ein bisschen Inventory Management an. Das heißt, den Granatwerfer geben wir an Billy weiter im Tausch gegen die Shotgun. Das Spray hier geben wir Billy im Tausch gegen die Pistole. Und die Brandmunition tauschen wir gegen die Schrotmuni. Zudem geben wir Rebecca noch die Pistolenkugeln. Und so sieht das Ganze schon mal recht gesittet aus. Wir rüsten den Granatwerfer aus und gehen auf Spinnjagd. Wir gehen jetzt in das dritte und letzte Gebiet, in dem wir vergiftet werden können. Und es ist wichtig, dass wir jetzt auf jeden Fall ein blaues Kraut dabei haben. Denn hier in der unmittelbaren Umgebung finden wir nichts zum Entgiften. Deshalb haben wir das blaue Kraut zuletzt noch mitgenommen. In der Hoffnung, dass wir es nicht brauchen, aber sicher ist sicher. Rebecca lassen wir erstmal hier zurück. Die gute brauchen wir im Moment nicht. Und vor allem ist sie hier auch sicher. Und wir natzen die Spinnen wieder jeweils mit zwei Granaten weg. Und haben jetzt noch zwei Schuss übrig. Die brauchen wir gleich. Wir laden jetzt allerdings die Brandgeschosse, die wir eigentlich für den nächsten Boss dabei haben. Aber eins will ich jetzt einsetzen, um vielleicht etwas leichter an einen sehr wertvollen Schlüssel zu kommen. Wenn ich mich jetzt nicht komplett blöde anstelle, kann ich hier zwei Viecher zum Preis von einer Granate platt machen. Und ja, das war eine glatte 10 im Synchronsterben. Olympisches Gold. So, da haben wir einen Schrankschlüssel, den nehmen wir mit. Und mal angenommen, ihr habt nur ein Viech draufgekriegt. Verschwendet keine weitere Brandgranate, sondern lauft einfach los, holt euch das Ding und tankt zur Not den ein oder anderen Treffer. Dafür haben wir Billys Nehmerqualitäten. Rebecca rufen wir jetzt dazu. Die brauchen wir gleich. Und der Bereich hier ist witzig. Mal angenommen, Billys Lebenskraft wäre hier schon auf gelb. Ich würde ihn sofort heilen. Nebenbei, das blaue Kraut brauchen wir nicht mehr. Das können wir so oder so benutzen, dann ist es weg. Und wir laden ganz kurz die Sprenggeschosse. Und die Brandgeschosse geben wir Rebecca im Tausch gegen die Shotgun. Wir geben ihr allerdings auch noch den Schrankschlüssel. Und auch wenn wir keine Sprenggeschosse mehr haben sollten, den Granatwerfer haben wir bei Billy jetzt auf jeden Fall im Inventar. Wir trennen die beiden und geht nur mit Billy hier rein. Alles andere ist glatter Selbstmord. Mit Rebecca gehen wir hier hoch. Und bevor wir jetzt über dieses Bedienfeld den weiteren Weg ebnen, holen wir uns noch ein paar Sachen. Zum einen haben wir hier noch ein bisschen Pistolenmunition. Und etwas Futter für die Shotgun. Immer her damit. Darüber hinaus haben wir hier in der Ecke eine einsame kleine Magnum-Patrone und für die suchen wir gleich noch ein paar Freunde. Also den Schrankschlüssel benutzen wir jetzt an diesem Schrank. Und wir erhalten einen Koffer, der mit einem Zahlenschloss gesichert ist. Die Kombination müsst ihr allerdings nicht lange suchen. Die ist auf dem Gehäuse eingeritzt, das heißt, wenn ihr das Ganze einmal untersucht, seht ihr sofort die Kombination 385 und die geben wir sofort ein. Dann bekommen wir den ollen Koffer auf und erhalten eine Mount mit einem Zielfernrohr und das sind alles Sachen, die gleich auf die Pistole kommen. Das Ganze erinnert so ein kleines bisschen an das Original Resident Evil 3 für die PlayStation 1. Wenn man Nemi zweimal besiegt hat, hat man ein paar Teile gekriegt für eine Pistole. Das nannte sich dann am Ende Custom Eagle. Und wenn wir Billys Pistole upgraden, sieht das Ding sogar genauso wie die Custom Eagle aus. Das war auch so ein 1911er Verschnitt. Und die Pistole feuert jetzt deutlich schneller. Ich hoffe, ihr versteht jetzt auch, warum ich so einen riesigen Munitionsvorrat angehäuft habe. Das Ding rüsten wir aus und mit dem Teil werden wir jede Menge Spaß haben. Das Ding ist einfach nur geil. Meiner Meinung nach eine der besten Waffen im Spiel, aber hey. Sei es drum, wir gehen jetzt hier in das Bedienfeld und drücken nur auf L. Die anderen Tasten brauchen wir nicht. Und jetzt wechseln wir einmal zu Billy, holen uns hier die Säuregeschosse und die werden wir sofort laden. Das ist
einer der besten Munitionstypen, die wir gegen die nächsten Gegner hier benutzen können. Und hier wechseln wir wieder zu Rebecca. Drücken nochmal auf L. Und mehr können wir mit der Kleinen gerade nicht ausrichten. Deshalb bewegen wir sie schon mal in Richtung Tür. Und mit Billy betätigen wir jetzt diesen roten Knopf. Wenn wir hier mit Ja bestätigen, triggern wir eine Cutscene, die lässt sich auch nicht überspringen, und während die läuft, drücke ich den linken Analogstick nach oben links und halte das auch gedrückt. Denn so könnt ihr den ersten Angriff von dem Hunter entgehen. Und nach so einer Säuredusche geht er sofort zum Boden. Das heißt, wir können jetzt ein Sprenggeschoss laden. Und ihm den Rest geben. Und das gleiche machen wir jetzt auch mit seinem Kumpel. Das heißt, wir laden wieder die Säure. Hauen ihn zum Boden, laden das letzte Sprenggeschoss und killen jetzt auch das Viech. Mal angenommen, ihr habt jetzt keine Sprenggeschosse dabei gehabt. Könnt ihr stattdessen auch die Shotgun benutzen, dann braucht ihr pro Hunter 2 Schuss. Also insgesamt 4. Und meidet es, mehr als 2 Schuss vom Granatwerfer zu verbrauchen, wenn ihr die Säure geladen habt. Die restlichen 4 Säuregeschosse brauchen wir später. Apropos. Das Ganze laden wir hier in den Granatwerfer. Das Spray brauchen wir nicht mehr, das können wir verbrauchen. Den Platz brauchen wir gleich anderweitig. Und wir bekommen hier noch einen Schlüssel. Dass das Ganze so schmerzfrei verläuft, ist nicht garantiert. Manchmal spielen diese Viecher nicht mit. Und auch die haben einen sehr ätzenden Combo-Angriff. Die können euch ohne Probleme zu Todesstun locken, und in dem Fall würde euch nicht einmal Billys Riesen-HP-Pool weiterhelfen. Aber ich hoffe mal, ich konnte dir zeigen, wie man diese Situation weitestgehend entschärfen kann. Und das Weglaufen, während man in der Cutscene nach oben links drückt, das sollte eigentlich immer funktionieren. Gut, wir geben jetzt die Magnum-Patrone an Billy weiter, im Tausch gegen den Granatwerfer. Denn Billy braucht jetzt auf jeden Fall 2 leere Plätze im Inventar. Und Rebecca lassen wir hier zurück. Roger. Den nächsten Bereich hier machen wir alleine, und hier brauchen wir jetzt noch einmal das Feuerzeug. Wir haben hier so einen Kreis mit Tierstatuen, lauter Plaketten, und die geben Aufschluss darüber, in welcher Reihenfolge man das Ganze hier aktivieren muss. Wir fangen mit dem Hirsch an und arbeiten uns die Hierarchiekette von unten nach oben rauf. Wir haben hier also quasi so eine richtige Tierlist. Okay, Schenkelklopfer. Sei es drum. Über dem Hirsch steht der Wolf. Über dem Wolf steht das Pferd. Über dem Pferd steht der Löwe. Oder die Löwin, so genau sehe ich das hier gar nicht. Und über dem Löwen steht die Schlange. Und letzten Endes über der Schlange steht der Adler. Und das Ganze erinnert mich gerade an den Kung Fu-Film. Welcher war das jetzt nochmal? Die Schlange im Schatten des Adlers, kann das sein? Gott, das ist schon ewig her. Da hinten haben wir eine Tür mit einem Fenster, die lassen wir in Ruhe. Dahinter sind lauter Zombies und vielleicht noch ein bisschen Pistolenmunition. Dahin zu gehen lohnt sich nicht. Wir begnügen uns mit anderen Sachen. Zum Beispiel mit den leeren Flaschen hier. Passt auf, auch hier gibt es wieder sehr garstige Textboxen. Und wir kriegen hier in diesem Fake-Kamin noch eine Steintafel. Die erste von 3, und alle 3 zusammen ergeben das Motto dieser Einrichtung. Und wenn wir die zu ihrem Bestimmungsort bringen und dort einsetzen, können wir den Pfad zum nächsten Gebiet freimachen. Aber jetzt sind wir hier definitiv fertig. Wir hauen ab. Und den Keller sehen wir nicht mehr wieder.
Sollten eure Charaktere hier noch irgendwie verwundet sein, benutzt diese Kräuter, um euch wieder zusammenzuflecken. Da wir nicht nochmal hier und vorbeikommen, könnt ihr die zur Not auch für kleinere WWchen nutzen. Das ist absolut legitim. Also macht euch da keine Sorgen drum und schleppt die Dinger auch bloß nicht mit, weil wir brauchen den Platz anderweitig. Hier in der Eingangshalle machen wir erst einmal ein paar Molotow-Cocktails. Das heißt, wir wechseln zu Billy, lassen die Shotgun erstmal hier liegen, weil wir brauchen den Platz. Und wir holen uns die Zutaten. Also die Flaschen. Und das Benzin. Und wir können hier 9 Molotow-Cocktails herstellen. Das reicht locker aus, um 2 Viecher unter die Erde zu bringen. Für diese Ekelhainis brauchen wir jeweils 4 Würfe. Das Zeug haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal dabei. Wir haben noch ein Ding extra. Und das restliche Benzin lassen wir hier liegen. Das brauchen wir später noch. Nun holen wir uns die Shotgun zurück. Und wir gehen mit Rebecca vor. Bevor wir in den Raum zurückkehren, wo wir den Granatwerfer her hatten, gehen wir zum Observatorium, und das ist weiter oben, dort, wo wir den zweiten Boss gekillt haben. Und da oben sind jetzt lauter Krabbelviecher, ihr hört sie schon. Es sind insgesamt 4 an der Zahl. Und die machen wir jetzt mit der Pistole platt. Zieht euch diese Schussgeschwindigkeit rein. Ihr könnt die Viecher theoretisch komplett stunlocken. Wir werden später in diesem Playthrough an einem spezifischen Punkt genau das einmal beobachten können. Das Viech wird keine Chance haben, an uns heranzukommen. Und die Viecher hier kriegen es im Moment sowieso nicht geschissen, weil wir haben hier eine unsichtbare Wand im Weg. Das hier ist wirklich AAA-Game-Design vom Feinsten. Und würde uns jetzt nicht die Zeit im Nacken hängen, hätte ich die Viecher vielleicht sogar mit einem Messer platt gemacht. Obwohl, die Munition haben wir auf jeden Fall, das nicht weiter wild. Und hier haben wir das Observatorium. Hinter dieser großen Tür wartet das nächste Gebiet auf uns. Aber zuvor müssen wir die natürlich erst aufsperren. Und bevor wir die letzten 2 Steintafeln suchen, lassen wir jetzt erstmal jede Menge Gegenstände hier zurück. In Rebeccas Fall packen wir jetzt alles hier hin, bis auf die Schrotpatronen. Und mit Billy verbauen wir schon mal die erste Steintafel. Dann ist die aus unserem Inventar komplett raus. Und wir geben Rebecca die Molotow-Cocktails im Tausch gegen die Schrotmunition. Wir geben ihr jetzt aber auch noch die Magnum-Patrone und den Schlüssel. Und wir rüsten mit Rebecca die Mollys aus. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Aber die Mollys sind eine reine Rebecca-Waffe, denn sie hat eine wesentlich kürzere Wurfanimation. Wir werden jetzt gegen diese Ekelhainis kämpfen und wir haben nur ein ganz kurzes Zeitfenster, um die platt machen zu können. Das müssen wir, wenn überhaupt, mit Rebecca nutzen, denn Billy ist da zu langsam und der würde einfach nur unnötig was auf die Fresse kriegen und dann brennen wir uns in 0,nix durch unsere ganzen Heilungsgegenstände und ab jetzt kriegen wir auch relativ wenig davon. Das heißt, wir müssen unsere Sachen auf jeden Fall beisammen halten. Gut, die blaue Tür kriegen wir jetzt mit dem neuen Schlüssel auf. Und der Schlüssel kann sofort weg. Billy lassen wir jetzt hier stehen. Okay. Und das hier muss jetzt wirklich schnell gehen, Leute. Wir rennen hier ein bisschen nach vorne und schmeißen sofort die Molly nach dem Viech. Nach dem 4. sollte das Ding umkippen. Der ist noch nicht mal zum Zug gekommen und genauso muss das aussehen, Leute. Und da wir ihn jetzt abgefackelt haben, wird er diesen Raum auch nicht verseuchen, er wird nicht explodieren, es ist alles in Ordnung. Und an dem nächsten Ding könnte man zwar theoretisch vorbeilaufen, das ist mir aber viel zu haarig. Drum bomben wir es weg. Okay.
Ihr seht diese Animation. Das Viech kann euch auch schon zuvor angreifen. Das passiert nicht allzu häufig und das Ding hat jetzt 5 geschluckt, ist in Ordnung. Hauptsache es ist platt. Und Rebeccas Lebenskraft ist jetzt zwar auf gelb, das ist nicht weiter wild. Wir haben den Schraubstock und hier haben wir auch wieder lauter Textboxen im Weg. Deshalb wollte ich jetzt nicht an dem Ding vorbeilaufen, um mir das Ding schnell zu holen und dann hier wieder abhauen. Hätte man natürlich auch machen können. Wenn man sich den Stress geben will. Ich habe da keinen Bock drauf. Den Gegenstand hier geben wir an Billy weiter und mit ihm machen wir jetzt den nächsten Bereich hier unsicher. Das heißt, Rebecca lassen wir erstmal hier. Die ist hier auch sicher. Ich meine, wenn dem nicht so wäre, würden wir gleich wieder einen Notruf kriegen. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir zu ihr wechseln, hat sie dann auch schon einen signifikanten Teil ihrer Lebenskraft eingebüßt. Aber hey. Das hier machen wir jetzt quick and dirty. Den Kerl pusten wir den Schädel weg. Und hier im Regal gibt es noch etwas Schrotmunition. Nun gehen wir hier zur Werkbank. Und ich meine, dass das hier auch nur von Billy gemacht werden kann. Wir benutzen hier den Gegenstand. Und erhalten die nächste Steintafel. Die nehmen wir jetzt mit. Und den anderen Zombie lassen wir links fliegen. Gut. Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz hier rein. Und hinterlassen die Steintafel hier. Wir brauchen den Platz gleich anderweitig. Es gibt hier noch einen Raum. Und der ist absolut optional. Und das wäre der hier. Ich gehe hier nur rein, weil ich gerade alles an Molotow-Cocktail zerballert habe. Wir brauchen später aber nochmal welche. Deshalb holen wir uns hier ein paar Sachen. Unter anderem das Erste-Hilfe-Spray. Normalerweise lasse ich zurück, aber da ich eben die Steintafel im anderen Flur hinterlassen habe, habe ich Platz für das Ding. Wir holen uns zudem auch noch die Pistolenmunition. Und natürlich die leeren Flaschen. Wenn ihr hier wieder rausgeht, werdet ihr sofort von so einem Egelheini angegriffen und er ist auch direkt aggro. Zur Not tankt ihr einen Treffer und rennt durch. Ansonsten wartet ihr einen kurzen Moment. Wenn das Viech ausholt, rennt ihr an ihm vorbei und habt dann im Optimalfall überhaupt keinen Stress. Gut. Rebecca können wir sofort zusammenflicken. Und wir nehmen vor allem die Steintafel mit. Come on. Roger. Und wir gehen gemeinsam in die Bar. Rebecca heilig gleich. Vorher beklimpern wir mit Billy das Klavier hier. Gut. Rebecca heilen wir. I'll go. Und gehen mit ihr alleine in diesen Raum rein. Also hier in den Weinkeller. Hier haben wir noch mehr Magnum-Munition, diesmal auch ein bisschen mehr. Die streichen wir auf jeden Fall ein. Hier haben wir noch leere Flaschen, auch die kommen mit. Und zu guter Letzt gibt es hier noch eine Batterie, die brauchen wir gleich für die letzte Steintafel. Also das muss definitiv eine Praktikantenfalle sein, anders kann ich es mir nicht erklären. Und das Geklimper werde ich jetzt einmal überspringen, das haben wir eben schon gesehen. Come on. Okay.
Wir rufen Rebecca dazu und sie sollte jetzt auf gar keinen Fall eine Waffe ausgerüstet haben, denn ganz unabhängig davon, wie ihr das Vieh vorhin hier entsorgt habt, ist der Bereich jetzt mit Egeln verseucht, wenn wir hier mit der Batterie im Gepäck nochmal auftauchen. Das heißt, Rebecca würde hier gegebenenfalls sogar Molotow-Cocktails verschwenden. Und das ist absolut hirnrissig. Okay, jetzt bleibt nur noch ein Gegenstand und dann sind wir mit dieser Anlage fertig. Es bleibt aber noch etliches zu tun. Und die letzte Steintafel finden wir draußen. Das heißt, wir gehen hier in die Eingangshalle zurück und verschwinden ganz kurz durch den Haupteingang. Aber zuvor machen wir noch ein paar Molotow-Cocktails. So viel Zeit muss sein. Die Batterie tauschen wir jetzt gegen die leeren Flaschen. Billy wird die Batterie gleich sowieso brauchen. Und wir machen jetzt nochmal 6 Molotow-Cocktails. Das reicht locker für das nächste Biest aus. Und das übrige Benzin lassen wir hier liegen. Das brauchen wir nicht mehr. Es wird immer etwas Benzin übrig bleiben, das ist ganz normal. Und wir schnappen uns schon mal den Greifhaken. Den nehmen wir in das nächste Gebiet mit. Und wir holen uns auch ein paar Heilungen. 2 will ich auf jeden Fall mitnehmen und den Rest haben wir hier, um uns zur Not nochmal komplett zu heilen, damit wir bei bester Gesundheit sind, wenn wir in den nächsten Abschnitt gehen. I'll go alone. Okay. Und Rebecca lassen wir ganz kurz hier zurück. Es macht keinen Sinn, sie hier noch mit rauszuschleppen. Das machen wir ganz kurz solo. Und die Batterie verbauen wir hier. Dann können wir hier auch sofort den Aufzug rufen. Und passt auf, dass ihr die Kiste nicht versehentlich gegen die Wand schiebt. Ihr wollt hier erstmal hochklettern, hinter die Kiste geraten und jetzt könnt ihr sie hinausbuxieren. Wenn ihr hier einen Fehler macht, geht nochmal kurz rein und kommt wieder raus, dann ist die Position von der Kiste resettet. Aber die Kiste brauchen wir jetzt, damit wir die letzte Steintafel erreichen können. Und mal ganz nebenbei, das verrät euch auch die kurze Demo, die spielt, wenn ihr im Titelbildschirm keine Eingabe macht. Da werden euch unter anderem auch ein paar schwachsinnige Sachen gezeigt. Zum Beispiel ein Egelheini an einer Stelle, wo nie einer auftauchen wird. Und glaubt mir, ich habe das Spiel schon etliche Male durchgespielt. Mir ist da schon vieles passiert, aber ein Egelheini habe ich an der Stelle noch nie gesehen. Aber ich denke mal, das stammt alles noch aus der Beta-Phase. Und hier oben haben wir jetzt endlich das olle Ding. Mit anderen Worten, wir sind hier fertig. Wir können wieder rein und jetzt können wir endlich in das letzte Gebiet. Die übrigen Heilungen lassen wir hier liegen. Die brauchen wir nicht mehr. Das war unser Polster für harte Zeiten und dafür haben wir jetzt weder Platz noch Zeit. Und nebenbei, das hier ist jetzt auch der Grund, warum ich das Ganze auf schwer spiele. Wir kriegen auf schwer nur einen Bruchteil der Gegenstände, die wir auf normal kriegen. Auf normal könnt ihr ungelogen die gesamte Gegnerpopulation mindestens 2-mal ausrotten und ihr bekommt genügend Heilungsgegenstände, um die meisten Räume zu hotboxen. Also kann man sich da ganz easy verzetteln und gerade so bei diesen Stellen, wo man dann von einem Gebiet ins nächste geht, riskiert man, sich wirklich einen Wolf zu laufen, jede Menge Zeit zu verschwenden und hier auf schwer haben wir diese Probleme nicht. Okay, mit Billy holen wir uns jetzt erstmal hier die Pistolenmunition, um sie zu stapeln. Die Pistole und die Munition holen wir uns zuletzt. Die Sachen lassen wir jetzt erstmal liegen. Die Shotgun können wir schon mal nachladen. Und bevor wir jetzt irgendetwas machen, gehen wir nochmal ganz kurz hier
ran, verbrauchen die Steintafeln. Oh, und ganz wichtig, bevor ihr die dritte verbaut, gibt's eine Sache, die ihr auf jeden Fall sicherstellen solltet. Guckt, dass ihr die grüne Chemikalie habt. Wenn nicht, geht sofort los und holt euch das Zeug. Weil gleich passieren wir im Prinzip ein Point of No Return, beziehungsweise nochmal zurückkommen würde ziemlich anstrengend werden. Und wenn wir keine grüne Chemikalie dabei haben, kann es sein, dass man sich den weiteren Weg verbaut. Das erkläre ich gleich nochmal ein bisschen genauer. Also seht zu, dass ihr jetzt auf jeden Fall das Zeug im Inventar habt. Und erst dann verbaut ihr hier die dritte Steintafel. Und das hier wäre jetzt auch der Punkt im Spiel, wo man in der GameCube-Version die Datenträger wechseln müsste. Jetzt bin ich hier nicht richtig ausgerichtet. So, nur aber. Die Tür in den nächsten Bereich ist offen und die Tür, über die wir diesen Turm hier betreten haben, führt jetzt zu dem Balkon, den wir bisher gemieden haben. Da lungern jetzt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Range Monkeys rum und auf die habe ich überhaupt keinen Bock. Ich hätte die Brandgeschosse hier schon laden sollen. Ist nicht weiter wild, das machen wir jetzt. Billy sollte jetzt auf jeden Fall die komplett geladene Shotgun, den Granatwerfer mit den Brandgeschossen, die Schrotmunition und eine Heilung im Inventar haben. Das ist unser Loadout für den nächsten Bosskampf. Und Rebecca hat stattdessen jetzt auf jeden Fall den Greifhaken dabei und diese vier Gegenstände. Das heißt, hier sollten jetzt eigentlich nur noch die Pistole und die Munition liegen und die holen wir uns gleich. Zuvor werden wir die anderen Gegenstände schon mal vorsorglich woanders deponieren. Und dazu lassen wir Billy erstmal hier stehen. Dann sparen wir uns gleich den langen Rückweg. Die ganzen Sachen packen wir hier direkt vor den Fahrstuhl. Den können wir im Moment noch nicht nutzen, weil der keinen Saft hat. Aber die Sachen können wir schon mal hier lassen. Let's regroup. Okay. Und jetzt holen wir uns auch die Pistole und die dazugehörige Munition. Denn ohne würden wir später ziemlich blöde aus der Wäsche gucken. Also holen wir uns das Schießeisen. Da haben wir unseren Munitionsvorrat. Das sind mal eben knapp 120 Schuss, die wir dabei haben. Das ist ordentlich. Definitiv. Und jetzt kümmern wir uns endlich um den dritten Boss. Auf das Biest freue ich mich schon wie ein Schwein auf Schlachten. Die bisherigen Bosse waren höchstens dann schwierig, wenn man, im querschnittsgelähmten Zustand versucht, den Controller mit dem Fuß zu bedienen oder so. Aber das nächste Biest hier ist zum Abgewöhnen. Wir müssen die beiden hier trennen und Rebecca lassen wir hier auf dieser kaputten Bodenplatte. Denn so können wir die Tür zur Kirche öffnen. Keine Ahnung, wer sich sowas einfallen lässt. Und Billy sollte jetzt auf jeden Fall so ausgestattet sein, wie wir es gerade sind. Also mit der Shotgun, mit dem Granatwerfer, mit der Munition und der Heilung. Weil wenn wir jetzt gleich nochmal verschwinden, um zu speichern, triggern wir auf dem Rückweg auf jeden Fall den Bosskampf. Und wir sollten hier dementsprechend ausgestattet sein, ansonsten wird es gleich ein bisschen peinlich. Ich empfehle zudem auf jeden Fall hier auch noch zu speichern, denn mit dem Granatwerfer können wir theoretisch das Bossviech sofort killen.
5 Schuss reichen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir 5 Treffer landen, ist super gering. Wir haben ein bisschen Schrotmunition am Start und es gibt eine Faustregel für mich. Wenn ich mehr als 14 Schuss brauche aus der Shotgun, um das Viech platt zu machen, dann lade ich den Spielstand nochmal neu. Weil die Schrotmunition, die uns dann fehlt, kriegen wir so ohne weiteres nicht zurück und das wird uns den späteren Spielverlauf umso schwerer machen. Die Heilung legen wir kurz ab. Dann können wir uns hier die Farbbänder schnappen. Wir kriegen hier 3 Stück. Und wir speichern. Und das machen wir jetzt vor allem auf einem extra Platz. Denn das hier ist so eine richtige Make-or-Break-Situation. Wenn ihr das hier verkackt, dann wird's richtig derbe. Die Farbbänder lassen wir zurück. Dafür nehmen wir die Heilung mit. Und vor allem rüsten wir jetzt den Granatwerfer aus. Nun wird's lustig. Lasst das Viech auf euch zukommen. Denn dann habt ihr eine wesentlich bessere Trefferchance. Und nach dem zweiten Treffer kommen noch weitere Fledermäuse dazu. Ach, scheiße. Nebenbei, so gepackt zu werden, ist eine Trophäe wert. Das Spiel hat da wirklich ein Troll gefrühstückt. Und das Treffen von dem Viech ist wirklich eine Kunst. Wir haben 2-mal getroffen, das ist in Ordnung. Den Rest machen wir jetzt mit der Shotgun. Und auch hier sollten wir es meiden, L1 zu drücken. Das heißt, wir werden uns manuell ausrichten. Und ab hier würde uns der Granatwerfer wahrscheinlich auch nicht mehr allzu sehr weiterhelfen. Denn es kann sein, dass die kleinen Fledermäuse die Granaten tanken. Wir sollten jetzt auch immer wieder mal auf unsere Lebenskraft gucken, weil die kleinen Viecher machen ein großes Schadenziel aus. Dafür haben wir die Heilung dabei. Komm her, du Scheißvieh. Und konzentriert euch in erster Linie auf das große Ding. Ich meine, die kleinen abknallen bringt euch irgendwann auch noch eine Trophäe, aber es lohnt sich erst immer hier überhaupt nicht. Wir sollten irgendwie nur am Leben bleiben. Es ist möglich, das Viech komplett zu stunlocken. Aber das habe ich bisher nur einmal hingekriegt, danach nicht mehr wieder und wir speichern jetzt nochmal. Ich glaube, besser kriege ich das Ganze jetzt auch nicht mehr hin. Und nochmal will ich dieses Viech nicht machen müssen. Ganz ehrlich. Also wer den Bosskampf hier entwickelt hat, also, der gehört erschossen. Ich meine, ihr könnt euch technisch gesehen genau richtig ausrichten. Es kann aber trotzdem sein, dass die Granate irgendwo hingeht, nur nicht da, wo der Boss gerade ist. Da ist das Spiel wirklich sehr, sehr eigenwillig und es ist absolut zum Kotzen. Weil dieser Bosskampf ist borderline unfair. Ganz ehrlich, das ist wirklich super schlecht designt. Und wahrscheinlich auch der schwerste Bosskampf im gesamten Spiel. Aber wie dem auch sei, wir haben es irgendwie überstanden. Das Farbband lassen wir hier zurück. Wir laden die Shotgun nach. Und jetzt brauchen wir den Greifhaken. Denn da oben ist jetzt ein Spalt. Und da wollen wir hin. Deshalb sollte Rebecca jetzt auch auf jeden Fall den Greifhaken dabei haben. Dann haben wir jetzt einen relativ kurzen Weg und können einfach ein paar Gegenstände tauschen. Und mehr wollen wir an sich auch gar nicht. Den Granatwerfer tauschen wir jetzt gegen den Greifhaken. Und wir gehen wieder rein.
So, und aufwärts. Und das Ganze nur, damit wir hier sofort die Leiter wieder runter können. Aber dafür haben wir jetzt auch einen Zugang zu diesem Hebel. Wenn wir den betätigen, dann stellen wir den Strom für den Fahrstuhl wieder her. Das rote Kraut hier ist egal. Das lassen wir zurück. Und diese Tür hier ist ganz lustig. Es gibt insgesamt 3 Türen von dieser Art. Das heißt, ihr macht sie einmal auf und wenn ihr da durch seid, dann bleibt sie offen. Dann habt ihr hier einen komplett verbundenen Bereich. Come on. Roger. Gut. Wir nehmen schon mal die Heilung hier mit. Und mit Rebecca schnappen wir uns die Säurepatronen. Denn sie hat gerade den Granatwerfer dabei, dann können wir den entsprechend laden. Und wir nehmen noch die anderen beiden Gegenstände mit. Sie sollte jetzt auf jeden Fall die Molotow-Cocktails dabei haben und bloß nicht aus der Hand geben. Diesen Bereich habe ich gefressen. Er ist nicht nur nervig, es ist auch möglich, sich hier dermaßen ins Bein zu schießen, bis man sich wirklich den kompletten Playthrough einmal versaut. Das ist mir bei meinem allerersten Versuch, das Spiel durchzuspielen, damals auf dem Cube passiert. Das war zum Glück noch auf Normal, da habe ich das Ganze noch irgendwie unter Kontrolle gekriegt. Und bevor wir hier irgendetwas machen, gehen wir hier an den Aufzug. Und wir schicken unsere Schrotpatronen hoch. So, ganz wichtig, Leute. Die Heilung tauschen wir jetzt gegen den Granatwerfer. Und da wir diese grüne Chemikalie haben, können wir Billy nach oben schicken. Hätten wir sie nicht, müssten wir Rebecca nach oben schicken und oben werden wir irgendwann gegen Hunter kämpfen müssen. Okay. Das mache ich mit Rebecca aber nur sehr ungerne. Vor allem haben wir unten gleich noch einen Egelheini, den machen wir wenn sowieso nur mit Feuer. Also, ja, seht zu, dass ihr hier auf jeden Fall eine grüne Chemikalie dabei habt. Denn um die jetzt nochmal zu kriegen, müsstet ihr den ganzen Weg zurücklaufen, an Rage Monkeys vorbei und mit der Pistole alleine kommt ihr an den Viechern nicht vorbei. Schon gar nicht mit Rebecca. Hier rennen wir nur durch. Und ignorieren das olle Viech. Vorerst. Hier haben wir einen Schalter, den betätigen wir eben. Und wegen dem Heini haben wir vorhin noch Molotow-Cocktails gemacht. Hinter der Tür mit dem Warnhinweis lassen wir gleich den Greifhaken zurück. Denn den Platz brauchen wir jetzt. Und ich hoffe, euch geht dieses Gedudel genauso auf den Sack wie mir auch. Und das werden wir jetzt auch ein paar Mal hören. An dem Heini rennen wir kurz vorbei. Machen hier das Licht an. Da fällt etwas auf. Die K-
Kapsel nehmen wir mit, die ist zugekleistert. Die reichen wir gleich an Rebecca weiter. Aber jetzt hauen wir erstmal ab. Und die ganzen Gegenstände dort lassen wir zurück. Es macht keinen Sinn, die mitnehmen zu wollen. Brauchen wir auch nicht. Gott, dieses Gedudel treibt mich in den Wahnsinn. Das ist mit einer der Gründe, warum ich dieses Areal ums Verrecken nicht ausstehen kann. Jetzt gehen wir einmal durch die große Tür. Und wir holen uns unsere Schrotpatronen ab. Dafür schicken wir diese Kapsel nach unten. Und wir sind noch nicht ganz fertig, denn hier haben wir jetzt ein paar Zombies, die müssen weg. Ansonsten können wir nicht zu Rebecca wechseln, ohne dass wir gleich Riesentheater haben. Und hier haben wir noch ein Erste-Hilfe-Spray, das merken wir uns für später. So, jetzt haben wir hier erstmal für Ruhe gesorgt. Die Flinte laden wir schon mal nach. Und mit Rebecca rüsten wir die Mollys aus. Und wir holen uns diese komische, zugekleisterte Ekelkapsel. In diesen Safe Rooms gibt es jeweils einen Zombie. Und es ist möglich, die Viecher zu triggern. Wie das geht, zeige ich euch gleich. Aber jetzt kümmern wir uns erst einmal um den Heini, der für dieses Flötengedudel hier auf dem Flur verantwortlich ist. Komm raus. Den bomben wir jetzt gnadenlos zu. Und auch wenn wir jetzt einen auf den Deckel kriegen, ist das nicht weiter wild. Denn das können wir sofort kurieren und wir kriegen auch gleich ohnehin genügend Gegenstände für eine weitere Heilung. Die Molotow-Cocktails brauchen wir nicht mehr. Die können wir hier liegen lassen. Und hier haben wir jetzt eine rote Chemikalie. Wenn wir Rot und Grün miteinander kombinieren, ergibt das einen Verdünner. Und wenn wir den jetzt mit dieser Kapsel kombinieren, kriegen wir sie auf und erhalten dieses blaue Egel-Amulett. Bevor wir das jetzt aber benutzen, rüsten wir die Pistole aus. Und da haben wir jetzt die besagten Zutaten für eine neue, vollständige Heilung. Die machen wir eben. Und diese Tür hier öffnen wir jetzt, indem wir das Egel-Amulett hier einsetzen. Ich will gar nicht wissen, was für ein Ego vonnöten ist, dass man sich das eigene Relief auf die Bürotür draufklatscht. Aber jedem das seine. Es geht noch ein bisschen schlimmer. Hier hinten haben wir noch ein bisschen Pistolenmunition, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Und hier glänzt etwas, und zwar die Eingangsspule. Die schnappen wir uns auf jeden Fall. Zudem haben wir hier noch ein Foto mit einem Kerl rechts, der einem irgendwie bekannt vorkommen könnte. Ich weiß gerade überhaupt nicht woher, aber egal. Be Marcus's son or grandson. Gut, jetzt verschwinden wir durch diese Tür. Und hier sollten wir auf jeden Fall die Pistole schon mal bereit haben. Denn hier haben wir einen Zombie und der muss weg. Der hat relativ wenig Lebenskraft. Und hier erhalten wir jetzt ein grünes Egel-Amulett. Das werden wir gleich an Billy weiterreichen. Da haben wir jetzt auch noch einen Zombie. Und auch der hält nichts aus.
Man bekommt so ein kleines bisschen das Gefühl, als würde das Spiel hier schon erwarten, dass man mit Rebecca auftaucht. Ist zumindest so ein Gefühl, das ich habe. Es kann auch sein, dass ich mich irre. Aber wir haben hier Kräuter zum Kombinieren, wir haben hier gleich die richtige Chemikalie, wenn man schon vorgesorgt hat. Es würde bis zu einem gewissen Grad Sinn ergeben. Oder vielleicht wird es auch einfach mal Zeit, dass ich mir einen richtig schön bequem Aluhut zulege. Vielleicht mit einer Halterung für Energy Drinks oder so. Das wäre doch was. Jetzt schicken wir dieses grüne Egelding nach oben in den OP. Und wir drehen Rebecca hier schon mal um. Es kann sein, dass ich gleich irgendeinen ziemlich dummen Fehler mache. Und dann sollte sie in der Lage sein, den Zombie auch in Eigenregie killen zu können. Das Egelding hier nehmen wir mit. Und jetzt haben wir hier nochmal so eine Relieftür in grün und... Ich habe ja gesagt, es gibt noch was Schlimmeres als eine Bürotür. Und das wäre die Tür zur Leichenhalle. Ich halte mich jetzt hier an der Wand. Renne an dem Zombie vorbei. Und den hier machen wir jetzt so platt. Dann können wir uns hier das Desinfektionsmittel holen. Und ich halte mich hier wieder an der Wand. Es gibt so ein paar Hindernisse, die würden uns in Richtung Zombie pushen, aber so laufen wir nicht Gefahr, von dem Ding gepackt zu werden. Und verschwendet da auch keine Munition dran, es lohnt sich nicht. Die Waffe laden wir nach, die brauchen wir gleich. Und jetzt zeige ich euch, worauf ihr achten müsst, wenn ihr auf gar keinen Fall die Zombies hier aktivieren wollt, die in den Safe Rooms rumlungern. Und zwar haben wir einen Zombie hier am Boden. Das ist der, auf den ich gerade ziele. Und wenn der euch zu packen kriegt oder ihr ihn tötet, dann aktiviert ihr die Zombies. Deshalb solltet ihr ihn auf jeden Fall meiden. Hier benutzen wir jetzt das Desinfektionsmittel. Und mit dem können wir dieses Giftgas neutralisieren. Nach welcher Logik das geht, keine Ahnung. Ich habe mit Giftgas überhaupt nichts am Hut. Ich unterstelle dem Spiel jetzt einfach mal, dass es damit recht hat. Und wir gehen hier rein. Du, Freundchen, hältst die Schnauze? Ach Gott, schon verkackt. Egal, der hält nichts aus. Der ist platt. Und wir bekommen hier den Zuchtraumschlüssel. Was willst du denn? Schön, dass wir darüber mal gesprochen haben. Und hier halte ich mich jetzt wieder an der Wand, auf dass ich nicht in den Typen reingerate. Und da hätte ich jetzt eigentlich gar nicht hingemusst. Wir haben gerade den Zuchtraumschlüssel bekommen, das heißt, die Shotgun können wir schon mal laden. Wir werden sie allerdings nicht wirklich brauchen. Stattdessen holen wir den Granatwerfer raus. Und wundert euch nicht, wenn ich jetzt anfange, immer wieder mal so kleinere Fehler zu machen. Ich sitze jetzt an diesen Aufnahmen schon eine ganze Weile und dieses Spiel hier ist grundsätzlich nicht schwer. Es ist aber saumäßig anstrengend zu spielen, weil ihr zwei Inventare zu managen habt. Und zudem müsst ihr auch immer wieder mal gucken, wo ihr was hinterlasst und überhaupt. Und das ist kognitiv für mich zumindest schon mal eine richtige Herausforderung. Der Zuchtraumschlüssel kann sofort weggeschmissen werden. Und jetzt gucken wir uns auch mal an, was die hier züchten. Hunter. Die Viecher beschießen wir jetzt im Wechsel. Die halten nicht mehr als jeweils zwei Säuregranaten aus. Die sind jetzt bedient. Und wir können uns in aller Ruhe die Zahlenscheibe hier schnappen. Zugegeben. Das kann man auch genauso mit Rebecca erledigen. Aber denkt an den RNG-Faktor, wenn irgendwas schief läuft, dann ist Rebecca in 0, nix weg vom Fenster.
Ich bin da vielleicht ein bisschen übervorsichtig. Aber das bin ich nicht ganz ohne Grund, weil ich habe in diesem Spiel schon sehr, sehr fragwürdige Sachen erlebt. So, jetzt gehen wir hier nochmal zurück. Schicken die Zahlenscheibe runter. Und wir holen uns noch etwas zum Heilen. Hier war ja noch das erste Hilfespray. Das nehmen wir mit. Und jetzt gehen wir nochmal zu dem Bereich zurück, der jenseits der Tür mit dem Warnhinweis ist. Also da, wo wir zuletzt auch den Greifhaken gelassen haben. Und ich würde mal sagen, dann können wir auch so ganz dezent über das Speichern nachdenken. Wir sind zwar mit diesem Bereich hier fast fertig, aber ganz ehrlich, wir können jetzt auch genauso gut hier kurz speichern. Gleich nachdem wir noch irgendwas abgelegt haben. Und dann soll das für heute reichen. Dann bringen wir den Playthrough wahrscheinlich mit der nächsten Folge zu Ende. Die Folge wird dann wahrscheinlich relativ lang. Es sei denn, ich verkalkuliere mich gerade und ich kriege dann doch noch irgendwie zwei Folgen draus. Das sehen wir, wenn das soweit ist. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst es mich doch wissen. Vielleicht mit einem Like, vielleicht mit einem netten Kommentar. Und wenn ihr auf gar keinen Fall verpassen wollt, wie das Ganze hier weitergeht, abonniert meinen Kanal, wenn ihr das nicht schon längst gemacht habt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich sehe euch beim nächsten Mal. Bye, bye.